Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Chain Sim World 4 der Danish Bitters. Wir befinden uns heute hier auf der Strecke Wuppertal-Hagen und haben die Aufgabe, diesen ICE3 hier nach Hagen zu fahren. Und wir befinden uns im Moment noch im Fotomodus. Und ja, ich würde sagen, dort steht noch ein IC, der auch Ausfahrt hat wahrscheinlich gleich. Wir haben auf jeden Fall hier die Aufgabe, diesen Zug nach Hagen zu fahren. Es ist 7:35 Uhr. Es ist hier noch, wie gesagt, ziemlich ruhig. Ich würde sagen, wir steigen mal ein in unseren ICE und rüsten ein wenig auf. Dafür müssen, verlassen wir aber auf jeden Fall den Fotomodus und sitzen, wie gesagt, hier in unserem Zug, rüsten den ein wenig auf. So. Ach, das brauchen wir eigentlich nicht. Das machen wir. Zugbeeinflussung. DB gesperrt. DB gesperrt. Dann machen wir noch die AFB auf Vollsoll. Genau. Die machen wir auf 40. So, können ja die Türen öffnen, obwohl wir das eigentlich nicht Türen brauchen. geöffnet. Aber ihr seht ja selber, wir haben um 7:35 Uhr Abfahrt. Das heißt, wir haben noch jede Menge Zeit. Können wir ruhig die Türen öffnen? Können wir hier die Zugsicherungssysteme einstellen, wo man das auch manuell machen könnte? Aber wir haben mal Zeit. Also machen wir das so. Zack. Dann hier wieder die Tür zu. Ja, ich würde sagen, dann sind wir eigentlich abfahrbereit. Können ja eigentlich noch aussteigen und hier uns ein wenig im Bahnhof umsehen, wenn wir schon mal dabei sind. Morgen. Steigen wir mal aus und dann sehen wir, dass der IC Ausfahrt hat. Können wir ein wenig, wie gesagt, den Bahnhof erkunden. Wir haben ja, wie gesagt, noch 4,5 Minuten Zeit, bis wir Ausfahrt haben. Und das ist ein Szenario aus dem Creators Club. Bin wie gesagt wieder heute wieder mal mit TikTok live. Das nur mal so nebenbei. So. Können wir vielleicht hier unten noch schauen, ob wir was zu futtern bekommen. Ah, seht mal. Das haben wir nebenbei auch mal erledigt. Das ist doch auch mal was Schönes. Aber ich glaube, in Wuppertal gibt es nicht solche Bahnhöfe, wo es irgendwie bloß was zu futtern gibt. Ja, hier vielleicht, hier können wir bei uns was holen. Da können wir was holen, dann schmeißen wir mal Geld rein. So, dann nehmen wir uns, ja, unten so einen Kuchen oder was das ist. Was ist das für eine Nummer, weiß ich nicht. Nummer 22. Und dann nehmen wir uns das Wechselgeld und nehmen uns hier unten das Essen raus. So, das haben wir auch erledigt. Genau, setzt euch hin. Wir gehen mal so langsam wieder runter. Obwohl, wir können ja auch vielleicht hier oben drüber hergehen zu unserem Zug. Dann sehen wir, dass dort noch eine S-Bahn einfährt. Das ist also der Wuppertaler Hauptbahnhof. Da drüben die Straße. Also es ist ein wunderschöner Anblick hier. Können wir hier mal so ein bisschen langlaufen. Vielleicht. Also weiter können wir nicht. Okay. Die Bahntickets. So. Hier gibt es auch nichts zum Auffüllen. Dann würde ich sagen, begeben wir uns wieder zu unserem Bahnsteig, zu unserem Zug, bevor wir doch die Abfahrt verpassen. Das wäre nicht so toll. Denn es ist bereits 33. 35 haben wir, wie gesagt, Ausfahrt. So. Die Quietschi hat Ausfahrt. Wahrscheinlich in die Abstellung, ich weiß es nicht. Wir auf jeden Fall haben jetzt im Moment Ausfahrt. So, geben wir uns mal wieder zu unserem Führerstand an die Spitze des Zuges. Weil wir haben nämlich schon in 1 Minute Abfahrt. Da kommt eine RE reingefahren, geschoben von einer BR 146.
So, die Herrschaften wollen anscheinend nicht mitfahren. Gut, dann ist das so. Wir steigen auf jeden Fall wieder ein. So. Wir geben uns zu unserem Führerstand. Dann haben wir jeden Moment Ausfahrt. So. 20 Sekunden noch. Dann haben wir Ausfahrt. Wir haben soweit alles erledigt. Aufgerüstet ist unser Zug. Das heißt, wir können so abfahren. In Richtung Hagen. So, und jetzt sehen wir mit Ausfahrt. Zack. Achso. Ah, jetzt habe ich einen Fehler gemacht. Ja, egal, dann machen wir das halt nochmal. Die Tür nochmal offen, ist ja gar kein Problem. Das ist ja gar kein Problem. Rechts öffnen, links schließen, genau so will ich es haben, ja. So, dieser Plan, da stand aber auf jeden Fall, dieser Zug hat soll Plan 7.35 Uhr Ausfahrt, das stimmt ja dann nicht. Das wird ja jetzt doch gar nicht eine Minute später. Na egal, lassen wir das einfach mal so. Dann verriegeln wir jetzt die Türen. Schließvorgang eingeleitet. Links sind geschlossen, gut. Das heißt, wir können ausfahren. Lösen die Bremse. Da ist unser erster Halt Wuppertal-Oberbahn. Wunderbar, wunderbar. Uns befreien. Zug der Einführung. Zug der Einführung. Dann drücken wir auch schon 60. Schön. Steigen wir ein. So, dann sollten wir im Moment... Sifa. Genau, wollte ich sagen, auf Unterbeschleunigung dürfen. Wie gesagt, Hagen Hauptbahnhof ist Endstation dieses Zuges. Upsa. Oh, da kommt der Gegenzug. Gleich schon Oberbahn, den einzigen Zwischenhalt. Mit dem ICE durch auf der Strecke Rhein-Ruhr-Osten ist es auch mal nicht alltäglich. Aber ich finde sowas auch mal schön, dass man
sowas mal machen kann. So, wir sollten jetzt mal so langsam die Leistung wegnehmen. Können wir schon anfangen zu bremsen. Weil wir jeden Moment da sind. Güterzug, Doppelbespannung, wunderbar. Sifa. Und da wären wir schon in Oberbarm. Das ist jetzt auch nicht allzu weit weg gewesen. So, da wären wir. Türen geöffnet. So, das mit der Türsteuerung ist auch so eine Sache für sich. Aber ja. Ach, seht mal, die Schwebebahn. Das ist ja nice. Kann ich da nicht näher ran? Doch. Das ist doch geil. Hey. Die Schwebebahn. Wie geil. Wie geil ist das? Das ist ja geil. Da haben sie ja doch verbaut hier. Das ist doch mega geil. Ha, wie geil. Da verschwindet die Schwebebahn. Das Markenzeichen von Wuppertal. Seht euch das an. Das ist da einfach zu geil. Ist mir jetzt auch egal, wenn wir ein paar Minuten Verspätung haben. Das gucke ich mir jetzt an hier. Wie geil ist das bitte? Mega. Absolut genial. Schön über die Wupper, das ist ja absolut geil. Mega, absolut. Also ich bin absolut begeistert. Das habe ich wirklich, das sehe ich zum ersten Mal im Wuppertal wirklich auf der Strecke die Schwebebahn. Das muss ich wirklich sagen. Mega geil. So, verriegeln wir mal die Türen, würde ich sagen. Weil wir wollen hier nicht allzu lange stehen bleiben. Und dann, werden wir uns von dann machen, das ist ja absolut geil. So, lösen wir mal die Zugbremse und dann fahren wir mal schon mal langsam los, während wir hier noch bei den Schwebebahnen sind. Absolut geil. Ihr seht es vielleicht, im Hintergrund fahren wir los und hier schwebt die Schwebebahn. Das ist ja absolut geil. Das ist ein saugeiles Bild. Mega. Bin absolut begeistert. So, so viel dazu. Sifa. So. Absolut genial, wirklich. So, so viel dazu. Springen wir mal wieder in unseren Führerstand, sonst fällt uns der Zug so weit weg.
Das ist absolut genial. So, 130 dürfen wir, vielleicht sogar 160. Für die letzten 90 Kilometer nach Hagen Hauptbahnhof. Nicht zu schnell werden. Und dafür hat sich dieses Szenario doch schon wieder gelohnt. Das ist doch absolut geil. Und gleich 130. Ich hätte das natürlich auch im Fotomodus machen können mit der Schwebebahn, aber das hätte nicht viel gebracht, weil natürlich sich ja dann gar nichts bewegt. Also spricht die Schwebebahn auch nicht. Und ja, von daher habe ich es gelassen. Wunderbar. Wunderbar. Siefer. Schon ein geiles Bild. Ich liebe den 3er ICE einfach. Ist einfach ein wunderschöner ICE. Das muss man einfach mal so sagen. Wirklich der beste. Also ich finde ihn wirklich am schönsten. Da hat natürlich wieder gesagt jeder seine eigene Meinung. Aber für mich ist das der schönste Zug. Also Triebzüge, den es gibt, muss ich wirklich sagen. So, gleich 120. Was ein, es ist ein Bild für die Götter. Es ist einfach ein wunderschönes Bild. Das muss man einfach mal so sagen. So leicht den Berg hochfahren, einfach nur geil. So, dann springen wir mal wieder rein, würde ich sagen. So. Nach wie vor 120 nehme ich an, ja genau. Da wird es gleich wieder mehr. So, und ich hoffe, meine Freunde bei TikTok sehen genug, sind zufrieden mit dem, was ich hier mache. Ich hoffe es zumindest. Aus. Ja, jetzt gleich. 150. Siefer. So, die Siefer drücken wir natürlich auch. Machen wir mal auf 150.
Fahrgäste sind auch alle zufrieden anscheinend. Es sind auf jeden Fall noch genug da an diesem frühen Morgen. Wenn man das mal so sieht da hinten, ihr könnt es vielleicht erkennen. Da hinten bewegt sich was, hier vorne direkt an der Tür bewegt sich was. Also es sind genug Fahrgäste sogar in der ersten Klasse vorhanden. Das muss man auch mal ganz klar sagen. Schön, schön. So, wir dürfen doch bestimmt schon 160, ne? Ne, noch nicht. Jetzt gleich im Moment. Jetzt. So. Oh, ich habe die 100 für dich gemacht, voll gemacht. Ja, vielen, vielen Dank. Ein anderer hat mir ein Like gegeben. Vielen Dank an euch allen, die mir gerade per TikTok live zusehen. Ihr seid spitze. Vielen, vielen Dank. Also, das bedeutet mir wirklich sehr viel, vor allem, weil ich das noch nicht so oft mache oder gemacht habe. Das ist jetzt mein zweites Video, was bei TikTok live gestreamt wird. Ja. Wie gesagt, ich muss mich in den Ganzen erstmal reinfinden und für andere mag das alles selbstverständlich sein. Für mich ist das wirklich alles Neuland und ja, deswegen bin ich da vielleicht auch noch nicht so 100% fehlerfrei. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Ich versuche mein Bestes immer zu geben bei jedem Video. Ja, meine YouTube-Abonnenten wissen, wovon ich rede. Ihr seid von Anfang an dabei. Es sind mittlerweile über 25.000 Stück. Vielen, vielen, vielen Dank. Ihr seid der Hammer. Das muss man sich mal reinziehen. Wirklich. 25.500 Abonnenten habe ich im Moment bei YouTube. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Ja. Vielen Dank auch an alle, die jetzt bei TikTok live zusehen. Ich danke euch von ganzem Herzen. Ihr seid spitze. Also wirklich. Vielen Dank. So, jetzt müssen wir uns mal wieder so ein bisschen hier konzentrieren. Auf die Strecke wäre nämlich gleich 100. Und müssen wir jetzt mal ein bisschen reagieren hier. Sonst haben wir gleich ein Problem mit der PTB. Da ist er nämlich schon wahrscheinlich. So, ich habe jetzt bewusst die AFB auf 80 gemacht, weil wir nämlich wahrscheinlich gleich quittieren müssen, weil ja eh gleich die 70 folgt und 50, 40 folgt. Wobei, wenn die PCB gleich sich einschaltet, dann ist sowieso unter 85. Von daher habe ich das jetzt schon bewusst gemacht. Bringt doch nichts, jetzt hier noch groß auf 100 zu bleiben. Da können wir direkt runtergehen. Da ist nämlich schon das Signal, was zu quittieren gilt. Und dann wird man nämlich da safe auf jeden Fall. Da ist er nämlich, wie ich gewusst habe. Wie ich es mir gedacht habe. So, da sind wir hier auch erstmal safe. Siefer. Da sind wir nämlich schon in Hagen. In Qualms, ihr seht es vielleicht rechts. Oh, der nächste ICE. Also Fernverkehr ist hier gar nicht so selten. Oh, sogar Doppeltraktion. So, jetzt sollten wir aber immer ordentlich runtergehen. 40 zumindest schon. Jetzt geht's aber los hier. Eieiei. Ja, ich war zu schnell. Ah. Juhu! Endlich! Genau, die auch noch. Ja, haben wir es dann. So. Ganz ruhig. Müssen wir erstmal wieder die Bremse drücken oder was ist jetzt hier? Notbremse. So. Ganz ruhig.
Ich war einfach, ich hätte dann vielleicht doch mitbremsen sollen. Mich nicht allein auf die AFB verlassen sollen, dann wäre das nicht passiert, aber ja. That's the game of it. Zum guten Schluss noch eine Zwanze reinhauen, das ist doch perfekt. So gehört sich das. So muss das sein. Ja. Sifa. Da können wir jetzt ins 40 fahren. Ich hätte mich wahrscheinlich dann doch mitbremsen sollen. Ich war dann doch ein Tacken zu schnell für den Fürfler Tesmagnet. Ich glaube, ich hatte irgendwie noch 50 drauf und ja, das war natürlich dann zu schnell. So, werden wir in Hagen. Relativ ruhig hier. Reingefahren. Dann hätten wir das. Türen entriegeln. Türen geöffnet. Und dann können wir ja hier mal aussteigen. So. Auf der Anzeigetafel steht nichts, wo dieser Zug als nächstes hinfährt. Wahrscheinlich hat er hier Endstation. Wer weiß. Tja, uns bleibt ja eigentlich nichts anderes übrig, als jetzt zu warten, dass wir aus dem Szenario geschmissen werden. So, der RE, der gerade reingefahren ist, der ist auch schon wieder weg. So, dann die Türen verriegeln. Und dann war es das wahrscheinlich. Dem Szenario. Schließvorgang eingeleitet. Ja, das war das Szenario ICE Wuppertal-Hagen. War jetzt nicht die größte Fahrt und auch nicht das längste, aber ja, das mit der Schwebebahn hat sich auf jeden Fall gelohnt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht wie immer gar nichts. Passt auf euch auf. Ciao, Servus und Tschüss. Habt noch ein schönes Wochenende, einen schönen Samstag. Bleibt sauber, bleibt gesund und mir treu. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedenny Spieters. Macht's gut. Bye. Bye.